Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Layers of Fear. Wir befinden uns im Live-Let's Play und ja, wir haben hier aufgehört zu spielen und ja, ich bin immer noch Mutterkind. Ich bin immer noch Mutterkind, hatte mich ja entschieden, zur Mutter zu gehen und ich frage mich, ob wir nochmal zurückkommen ins Haus. Ins normale Haus, also normale Größe und alles. Und ich muss jetzt nochmal gucken und wo wir jetzt hinkommen. Ach genau, hier waren wir ja gewesen. No, no. Wie gesagt, ich werde es nochmal im Stream nochmal von vorne auch nochmal spielen. Aber wer es verpasst hat, schaut sich einfach mal, schaut sich die Folgen auf YouTube an, die ersten vier. Ich würde gerne da oben auf den... Ich würde gerne diesen roten Knopf erreichen. Das habe ich ja in der letzten Folge schon versucht. Ich weiß aber nicht wie... Ich weiß nur nicht wie. Wie komme ich denn... Komme ich da irgendwie an diesen Button da dran? Jetzt versuche ich gerade irgendwie Dreieck, wollte ich jetzt gerade drücken, wie bei Beyond Two Souls. Aiden, hilf mir mal. Aber ich habe keinen blassen Schimmer, ob ich da dran kommen soll. Kann ich irgendwie... Huch, was ist das denn? Ich habe einen Deckel. Was kann ich mit diesem Deckel tun? Kann ich... Ich kann hier auch rüber. Ich schau... Warte. Ich konnte hier gerade irgendwie... Da unten ist irgendwas drin. Ich guck da gleich mal. Ich schau mal eben, was ich hier drüben machen kann. Und ich habe ein Zahnrad und einen Deckel. Ich weiß nicht genau, was ich damit tun kann. Boah, diese Musik. Ich komme aber auch nicht an den... oder? Ne. Ich komme nicht. Ich weiß nicht, ob es ein Knopf ist oder ein Jojo. Ich habe keine Ahnung. Ich komme. Doch. Nein! Ich komme wohl dran. Ich muss mich nur richtig positionieren. Was? Warte mal. Was habe ich denn jetzt gemacht? Ich habe das Regal verschoben. Was bringt mir das denn jetzt? Komme ich da irgendwie... Okay, ich dachte, da wäre... Okay, ich dachte, das bringt mir irgendwie was. Alter, diese Bilder sind total schräg. Möchte ich das mal kurz erwähnen. Kann ich hier mit dem Zahnrad das irgendwie auf die... hier drauflegen jetzt irgendwie, oder? Okay. Ich kann das Zahnrad auch wieder da reinlegen in die Uhr, aber ich nehme das jetzt einfach mal mit, um mal zu gucken. Vielleicht können wir es irgendwo anders gebrauchen. Diese Bilder sind schräg. Dieses so. Miau. Ich habe doch noch ein... diesen Knopf gerade auf... Hä? Okay, wir müssen der Katze irgendwie helfen. Wir haben doch... Hä? Wir haben doch den Knopf hier gerade gehabt, oder nicht? Oder ist der runtergefallen? Ich schau nochmal... Nein. Ich schau nochmal unten. Ist der runtergefallen? Das war der Reifen von der Katze, aber irgendwie... Warte mal, in dem Schrank war ja auch noch was. Oh, Mami, Papi und wir sind glücklich. Okay. Aha.
Das rote Rädchen ist aber auch weg, ne? Da ist nichts mehr jetzt. Komme ich da, kriege ich das irgendwie wieder? Kann ich da nochmal eine Uhr? Ich schaue nochmal eine Uhr, ob ich da nochmal irgendwas machen kann jetzt mit dem Haken da. Ich glaube, das ist das Schwänzchen, was ich jetzt in der Hand habe von der Katze wahrscheinlich. Aber wie hätte ich denn... Ich konnte das ja nur... Ich konnte das ja nur, nur ziehen, den Reifen von der Katze. Und irgendwie ist es dann verschwunden. Ich schau mal, ob ich jetzt der Katze helfen kann. Und guck so traurig. Geht das? Oh. Ja, aber wie kann ich ihr denn helfen? Och Mann. Habe ich es jetzt verkackt? Ich meine, ich konnte das nur ziehen und irgendwie ist es nicht... Och Mann. Ich will der Katze helfen. Es ist hier echt weg. Das gibt's nicht. Wieso habe ich denn... Verdammt. Und runtergefallen ist es auch nicht. Toll. Ist der Reifen der Katze weg? Verdammt. Na, Halleluja. Jetzt kann ich ihr nicht helfen. Mann, ich würde dir gerne helfen. Auf wieso guck? Och Mann. Sonst ist hier aber auch nichts, ne? Oder so, was irgendwie ein Reifen... Was ist das? Es ist so dunkel. Es ist so dunkel, ich sehe hier überhaupt nichts. Also, ihr seht genauso viel wie ich. Schauen wir mal eben. Hier ist es auch so komisch rot irgendwie, aber... Also ich konnte, wie gesagt, ich konnte an dem Reifen nur ziehen. Und da war... Und dann ist er auf einmal komischerweise verschwunden. Gibt es denn noch irgendwo einen anderen Reifen oder... Okay, Zahnrad funktionierte nicht, der Deckel funktionierte nicht. Ich gehe mal weiter. Vielleicht finden wir im nächsten Raum noch irgendwas. Oh Mann. Och Menno. Was? Den Deckel habe ich schon ausprobiert. Das funktioniert nicht. Alter. Ist der Deckel jetzt wieder da? Nee. Hä? Ja, aber ich kann dir nicht helfen. Ich weiß nicht, wie ich ihr helfen soll. Ich, vielleicht müssen wir ihr helfen, aber ich weiß nicht, wie. Und der Deckel ist anscheinend auch irgendwie verschwunden. Ah, warte mal. Der Deckel liegt dann noch, aber ich kann den nicht... Ich kriege ihn da auch irgendwie nicht rausgezogen. Ich glaube, der hat sich... Ich glaube, der hat sich festgebackt. Oh, das wäre ja so... Das wäre nicht das zweite Mal. Weil ich hatte schon einen Spielfehler. Wer die Folge 3 kennt auf YouTube, der weiß, wovon ich spreche. Wieso kriege ich denn jetzt hier das... Ach so. Ja, wir können dem Kätzchen helfen. Yay. Jawohl. Voll geil. Hey. Meine Kleine. Hui. Wir folgen ihr mal. Ja. You're sick.
You're insane. You're not thinking straight. You're right. I am sick. I'm sick of you not being there for us. We need you. I need you. When was the last time you slept with me? Christ, when was the last time you even touched me? Do you know what that does to me? To know that my own husband is disgusted with me? Well, excuse me if I've been too busy working my ass off trying to provide for this family. But no, you're right. It's much more important to whisper sweet nothings in your ear. You call that work? You lock yourself in there for hours, days. You come out looking like shit, stinking of booze and stale piss. Ay. Oh, wie süß. Oh, voll süß. Ich will mitkommen. Alter, das ist so abgefahren. Okay. Boah, krass. What? Oh, that's all right, honey. Something got into Mommy's eye, that's all. You be a good little girl and go to sleep. Daddy's working, so we can't disturb him. Mommy has to go downstairs and take a bath. I love you. More than a wife, she was first and foremost his muse. Her beauty and talent drove him. After the accident, she became a burden. A disgusting monster screeching out from her bed. An anchor weighing him down. Was war das denn? Okay. Was war das denn gerade für eine mysteriöse Tür? Okay, erstmal Schubladen durchsuchen. Erstmal, guck mal eine an. So, Testament. Ich mich an den Rest meiner geistigen Gesundheit klammert, erkläre, dass all mein Test... Was? Das als mein Testament. Ich erkläre hiermit all meine vorgehenden Testamente als genauso wertlos wie die leeren Hülsen, die sich meine Freunde und Partner nennen. Mein Agent Thomas Caldwell vermach ich das teuflische Ungeziefer, das in meinem Haus nistet, und bete drum, dass es genauso endlos an ihm nagt und ihm das Blut aussaugen wird, wie es das mit mir getan hat. Mein Vater Liam Brickstone vermach ich die Flammen, denen die Liebe meines Lebens zum Opfer gefallen ist, und hoffe, dass sie ihn zusammen mit den elenden Schlampe und dem kreischenden Blag, die er seine Familie nennt, einäschern werden. Mein Rechtsanwalt James Jerome Settler vermache ich die Krankheit, die mein Verstand und meine Seele verrotten ließ, damit er sich genauso leer und nutzlos fühlen kann, wie er dies für mich gewesen ist. Alle sonstigen Schmarotzern, die aus dem Gebälk kreischen, hinterlasse ich nichts. Zur Hölle mit euch allen. Zu guter Letzt vermache ich dir, meine geliebte Tochter, mein gesamtes irdischen Besitztümer, was auch immer sie wert sein mögen, hoffe ich, dass die dich inspirieren werden, dein wahres Potenzial zu erkennen. Das letzte und kostbarste Geschenk jedoch kann nicht ich dir geben. Das musst du selbst entdecken. Ich glaube an dich, wie ich es immer getan habe. Eieieiei. Das ist mein krasses Testament. Okay, da ist nichts drin.
Manchmal hat das Spiel Framerate-Einbrüche. Henry Marvin, okay. Das ist so ein bisschen, zwischendurch so ein bisschen am Ruckeln. Ich weiß nicht warum. Ich glaube, das war im Hauptspiel, war es nicht gewesen. Alter. Hallo? Hä? Wieso? Ich hasse Bomben. Es ist schon wieder so still. Keller waren wir schon, ne? Küche waren wir auch schon. Kinderzimmer auch. Arbeitszimmer waren wir auch schon, ne? Ich geh mal hier. Ich glaube, hier war das Schlafzimmer. Ja. Ah, ja. Als wäre es gestern gewesen. So kommt es mir gerade vor. Okay, wir verstecken uns im Schrank. Vater ist am Schreien und Mutter ist traurig, im Bett am Liegen und krank. Das soll, glaube ich, dieses Bild bedeuten. Aber wir haben herausgefunden, und Achtung, Spoiler-Alarm für die Leute, die es nicht hören möchten. Die... I don't remember that being there. I can hear you out there. Please, please help me. It hurts. It hurts so much. I can't take it anymore. Yes. Thank you. It's so good to feel that there's still beauty in this world. Für die Leute, die es noch nicht gesehen haben, die ersten vier Folgen auf YouTube, kleiner Spoiler-Alert, bitte jetzt einmal weghören. Und zwar haben wir herausgefunden, dass wir anscheinend adoptiert worden sind. Und, kann ich das abspielen? Ist ja eh keine Platte drauf. Mal ausprobieren. Ich frage mich, warum ich das drehen konnte, wenn es eh nicht geht. Nee, anscheinend geht's nicht. Und wir einen Brief gefunden haben von unserer leiblichen Mutter. Wie krass sich auch dieser Raum hier geändert hat damals im Hauptspiel. Das ist ja schon der Wahnsinn. Und hier war ein Raum, ich kann mich entsinnen, der hier, da sind wir nie reingekommen. Da konnten wir nie rein. Huch. Aha. Und anscheinend werden wir wahrscheinlich hier auch nicht reinkommen, oder? Nein, nicht schon wieder. Was ist das denn für ein... jetzt alles in Farbe. So, after all this time, after all I've been through... Stay here. Your mother and I need to talk. This is all you have for me? And of all places, you chose this room. You think I don't hear that? Stop crying! Don't make me come in there! So many memories. This one room filled with more memories than I can count. I thought I told you to be quiet! Oh, the lovely memories. I imagined him standing there, all smug and pleased with himself, thinking this piece of canvas was somehow going to fix everything. I imagined what I would say to him, what I would do. Why, Daddy, you shouldn't have. You really shouldn't.
Ne. 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 So, fertig. Durchgespielt, Ende. Ja. Das war das DLC zu Layers of Fear. Relativ kurz, möchte ich mal kurz anmerken. Es sind so viele Fragen noch offen, finde ich. Es sind sehr, sehr viele Fragen offen. Also, so wie es aussieht, sind wir ja jetzt, ja, wahrscheinlich mal Lamb Ending Leib verbrannt oder zumindest erschlagen worden und dann anschließend verbrannt. Und die ganze Hütte wird jetzt wahrscheinlich abfackeln. Die Frage, die mich immer noch stellt, wo ist der Protagonist aus dem Hauptspiel, den wir am Anfang gespielt haben, den Stiefvater oder beziehungsweise den, ja, unseren Möchtegern-Daddy. Was ist mit dem passiert? Weil der immer und immer wieder diesen Traum durchlebt, den wir ja gespielt haben. Und wo ist der hin? Weil wir sind ja da angekommen und tralala. Und, weißt du, so viele Fragen offen. Irgendwie sehr, sehr... Also war dieser Raum jetzt quasi so sein Zufluchtsort, nachdem er immer wieder diese Schleife erlebt hat, ist immer wieder dahin geflüchtet. Da sind die ganzen Utensilien, alles, was er gesammelt hat. Und, ja, und wer ist denn unsere leibliche Mutter dann? Die wird ja wahrscheinlich die sein, die er da den Brief geschrieben hatte. Okay, ist sehr strange. Es ist relativ kurz. Gut, ist ein DLC und, ich muss sagen, hat mich sehr gewundert, dass da ein DLC von kommt, weil es ja Indie-Entwickler und meistens, also in der Regel eigentlich, kommen da sehr selten DLCs zu. Ich finde es aber trotzdem toll, dass die Geschichte noch so ein bisschen weitergeführt worden ist und jetzt so ein bisschen so weitererzählt worden ist. Und naja, gut. Haben wir das auch durch? Ja, ich glaube nicht, dass da jetzt noch was kommt. Ich weiß nicht. Nein. Ja. In Heytrians heißt es, glaube ich, Inheritance, glaube ich, heißt es jetzt ausgesprochen. Ja, das war das DLC zu Layers of Fear auf YouTube und ja, wir schauen mal hier auf Twitch jetzt erstmal weiter und ja, würde sagen, wir sehen uns wieder in einem weiteren Let's Play hier auf meinem Channel oder ein Video oder so. Schau einfach mal vorbei und ja, das war es erstmal mit Layers of Fear, das DLC. Vielen Dank fürs Zusehen und bis demnächst. Tschüss.